So, meine Damen und Herren. Da machen wir weiter. Ich glaube, wie gesagt, da muss ich nicht hin. Ich glaube, ich muss, wie gesagt. Ist der ein Kürbis? Nee, ist ein Schirm. Ich glaube, ich muss irgendwo hier in der Straße suchen. Huch. Okay, die Straße ist falsch. Ich weiß aber nicht, warum er jetzt hier davor steht. Willow Lane zwischen Harold Street und Bullock. Willow Lane. Bin ich jetzt komplett runtergelaufen? Ich muss. Da hinten komme ich doch gar nicht rum. Das heißt, ich muss einmal hier die Straße lang und da hinten hin, um dann halt zu Willow Street hinzukommen. Okay. Ich muss ja einen Ort finden, der aussieht wie ein Restaurant. Achso. Und nicht, sage jetzt mal, wie. Es steht, glaube ich, gerade davor, glaube ich. Und nicht so wie hier im Wohnblock. Ja. Bist du es oder bist du es nicht? Anscheinend aber nicht. Es geht noch eine Etage tiefer. Okay, den kann ich. Öffnen. Ich mag nicht so gerne hier im Wasser rumlaufen. Alkohol, Metall, apropos Alkohol. Apropos. Alkohol habe ich. Stoff habe ich nicht. Okay. Ich kann nicht, du bist schon voll. Okay, du warst, wie gesagt, in das falsche Gebäude. Schießpulverpatronen. Bitte helfen Sie einem Mitmenschen. Sie finden bestimmt etwas, das Ihnen gefällt. Billiger. Okay, da komme ich aber auch nicht rum. Das heißt ja, genau, die Straße ist ja hier geblockt, die Straße ist geblockt, die Straße ist geblockt. So, die Straße hier oben ist geblockt. Die Straße ist geblockt. Das heißt, ich müsste eigentlich praktisch, wenn, wieder zurücklaufen. Hier lang, weil die Straße, okay, die Straße ist geblockt.
Da ist geblockt und da ist geblockt. Okay, der Bereich hier oben ist komplett abgeriegelt. Da kommt man nirgendwo hin. Außer man fährt vielleicht irgendwo dahin und geht dann irgendwie, wenn das nicht geblockt ist, irgendwie den Weg da lang oder hier lang, dass man praktisch hier durchgehen kann. Aber dann ist ja hier das Problem, hier ist wieder geblockt. Das heißt, man müsste praktisch dahin gehen, wenn es nicht geblockt ist. Rüberfahren, da anhalten, dass ich dann den Bereich hier runterlaufen kann. Da kann ich auch nicht lang. Kommen Sie näher. Sie finden bestimmt etwas, das Ihnen gefällt. Billige. Also ich hätte jetzt echt gedacht, Old Home Restaurant. Ich hätte echt gedacht, dass das jetzt das Restaurant wäre. Aber er triggert, wie man so schön sagt, er triggert das ja nicht, dass es dieses Restaurant wäre. Deswegen ist dieses Restaurant falsch. Das letzte Video, was ich euch ja sagte, war nämlich auch die Stelle, dass er dann in dem Bereich war und da hat man dann gesehen, dass noch ein Schild draußen hing. Und halt so wie hier praktisch jetzt bei den Türen oder bei dem, wo wir gerade vorstehen, so eine Treppen hochging. Nein. Restaurant. Hier kann es eigentlich nicht sein. Wilson Lane zwischen Harold Street und Bullock. So, hier ist die Bullock, Wilson. Genau zwischen dir, wo ist jetzt die Harold ist da. Das heißt, rein rechtlich müsste es genau auf der anderen Seite sein. Kein Restaurant, also auch kein H-Tranne, kein Restaurant. Das könnte man mit einem Restaurant verwechseln, aber hier ist. Okay. Wieso ist hier kein H dran? Ein Wissenschaftspunkt. Nice. Dann kann ich auch gleich schon mal, wie gesagt,
Was ist hier? Scharfschuss in deinen Augen sind zum Schießen geschärft, wodurch du mit einer 10%igen Wahrscheinlichkeit doppelt so viel Schaden anrichten kannst. Du bist für Hilfsmittel und du bist für Aktion. Inventar. Den kann ich auch nicht fertigen. Alkoholfedern. Neue Mitarbeiter gesucht. Ja. Sicherlich nicht ich. Okay, hier kann er auch runtergucken. Wahrscheinlich war hier früher meine Treppe. Die ist halt nach der habe ich das. Es ist genau das gleiche Pistastraum, was sie von auch hat, oder nicht? Vom Aufbau her. Lecker. Mysteriöse Vorfälle. Ich finde nicht in den Keller. Konnte ich hier nicht was greifen gerade? Nee. Die Tür gibt nicht nach. Ach guck, da ist es auf einmal. Unsichtbares. Ja, okay, deswegen auch Kamera, dass ich mich. Da nichts hatte. Das Blut ist noch frisch. Formelles Einladungsschreiben. Das heißt, Die Tür gibt nicht nach. irgendwas muss da hier sein. Entweder muss ich da hinten runterspringen. Was ich mir nur als einziges vorstellen kann. Steckt für die Opfer des Kults. Also, was habe ich denn? Kann ich immer noch nicht. Hier kann ich jetzt 5 Schuss machen, da auch nur 5 Schuss. Mehr kann ich eh nicht tragen. Rein rechtlich bleibt da denn nur die logische Erklärung dazu. Will ich einmal kurz speichern. Nicht gerade gängiges Küchenzubehör.
YOLO! Okay. Okay. Kannibalismus. Wo kann ich jetzt? Und ging sie los. Ah, jetzt gibt's auf, okay. Also war meine Arme doch richtig, dass ich. Rezept für Menschenfleisch. Ja. Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich wieder um Dings machen. Nämlich mal stark von an. Scheint erstmal nichts zu sein. Ich dachte, ich stehe da nur. Geht die jetzt auf? Ja. Hier kann aber auch nichts mehr sein. Ey, außer nur die Kiste. Was ich mal gucken hatte. Die abgeschlossen? Nein. Schlüssel zum Keller des Restaurants. Das heißt. Wieso kann ich überhaupt seine scheiß Schaufel? Der hat doch mit der Schaufel auf mich geschossen, oder nicht, ne? Der Affe. Da sehe ich halt eine Tür. Ich glaube nicht, dass das Gesundheitsamt sonderlich erfreut wäre. Glaube ich auch nicht. Nicht gerade gängiges Küchenzubehör. Also hier ist Gesundheitsamt, würde sich freuen. Ich ist aber jetzt nichts mehr. Ich habe jetzt meiner Meinung jetzt alles auf. Gesammelt. So, ich bin jetzt da. Ich weiß, wir hatten. Okay, er sagt, er ist auch noch nicht. Fertig. Das heißt, irgendwas muss da hier noch sein. Huch, okay. Kellereingang gibt es hier nicht in der Nähe, oder? Also. So wie man sich das vorstellt. Okay, dann ist eine Mülltonne, die ich noch usen kann. Sonst ist hier nichts mehr. Alter, ob das ist meine Mülltonne. Stopp. So, stopp, da war doch jetzt, oh.
willst du mich verarschen? Ey, ich hasse diesen Bullshit. Mann, ey, wieso gehst du nicht in den scheiß Nahkampf, du Stück Scheiße, ey? Ja, guck, da habe ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf, auf so ein Bullshit. Laden. Jetzt habe ich, glaube ich, einen falschen Speicherpunkt geladen. Dass das Game dir nicht den manuellen Save Point anzeigt, ey. Nein, er zeigt dir irgendwelche andere Scheiße noch mit an. Was, ich garantiere euch, dass ich jetzt gleich nochmal laden muss. Das heißt, es geht im Schnitt mindestens 1,5 bis 3 Minuten flöten, nur für die scheiß Ladesequenz. Was ist das für ein Schwachsinn gerade gewesen? Dass der scheiß Bulle mich anschießt. Der verkackte Nazi-Affe. Komm, lad doch mal schnell, du Big Scam, Alter, ey, wie mich diese Scheiße ankotzt. Dass ein Spiel in 2019, also jetzt in 2020, so lange braucht zum Wichslagen, Alter, ey. Alter, wir sind nicht im Jahre 1988, weil mit irgendwelchen Festplatten über IBM angeschlossen wird. Sei doof. Falscher Ladepunkt. Laden. Wieso ist immer der automatische oben? Das ist nochmal jetzt hier, ne? Das müsste meiner sein. Ich hoffe nicht, dass der automatische Wix-Speicherpunkt immer der erste sein muss. Ich kann das nur so. Ich aus anderen Wix-Games ist das so, wenn du manuell speicherst, zeigt dir die manuellen Speicherpunkte immer als erstes und danach die automatischen Speicherpunkte. Auch wenn die automatischen Speicherpunkte nach dem manuellen Speicherpunkt gespeichert worden sind. Das ist so eine dämliche Ficke bei manchen Games. Wenn ich den manuellen Speicherpunkt habe, werde ich auch den manuellen Speicherpunkt auswählen und nicht irgendeinen anderen. Wenn ich sterbe, mein Gott, dann gib mir den automatischen Speicherpunkt. Aber wenn ich selbst einen Speicherpunkt anlege, aus Sicherheitsgründen, will ich auch den, wenn ich laden gehe, auch den haben, den ich manuell angelegt habe. Und nicht den verkackten automatischen Speicherpunkt. Was hat ein automatischer Speicherpunkt in der Ladesequenz zu tun, wenn du noch separat einen manuellen Speicherpunkt hast? Das ist auch nicht mein manueller Speicherpunkt, ihr Pisser. Denn ich habe mich nicht da gespeichert. Ihr Wichser. Alles vor dem ersten Scheiß betreten des Wichshauses. Denn mein manuell Ja, man löscht den Scheiß, meine Fresse, weil mein manueller Speicherpunkt war im Gebäude. Und nicht auf meine Fresse, ey. Wann lernen diese Wix-Entwickler, dass der manuelle Speicherpunkt genau da sein soll, wo man manuell gespeichert hat? Und nicht irgendwie gefühlt wieder 250.000 Kilometer irgendwo in einer anderen Ostzone oder so. Weil ich weiß jetzt schon, wenn ich wieder reingehe, diese Kack-Wix-Monster wäre da.
dann fahre ich gleich hier oben an. Okay, das hat er übernommen. Wenn er das übernommen hat, dann müsste er eigentlich das auch. Die Tür gibt nicht nach. Natürlich hat er das nicht übernommen. Ja, wie kann man daneben schießen? Ich glaube nicht, dass das Gesundheitsamt sonderlich erfreut wäre. Nicht gerade gängiges Küchenzubehör. Inventar. Einmal den. Passt das mit dem? Ganz ehrlich, was soll ich jetzt machen? So, das ist ja der Besitzer des Geschäftsschlosses. Versteckt für die Office. Wo ist die? Steht aber jetzt nicht drin, wo das ist. Das ist, das, den muss ich abgeben. Der Schlüssel zum Keller des Kannibalenrestaurants. Den Ofen auf 340 Grad Fahrenheit vorheizen. Das war. Sollte mir fehlen, aber. Irgendwelche Hinweise. Aber next, das ist noch der. Haben wir noch mal? Das Blut ist noch frisch. Genau, dann ging es halt dementsprechend hier rüber. So, sonst ist am Hammer nichts. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier noch machen soll.
Ich kann mich jetzt hier tot und dämlich suchen. Moment, jetzt halt. Werte Gäste, ich präsentiere Ihnen meine neueste Kreation. Aber schlingen Sie nicht, es ist genug für alle da. Und Sie sind hier stets als meine Gäste willkommen. Ah, okay, das war's. Dann habe ich das vorher nicht so wahrgenommen, den Schleier. Genau, ist es ja auch. Durch. Nein. Also unsere Aufgabe ist eine. Genau, was jetzt keiner kommt. Gut. Wir müssen es. Einfach was richtig. Ich verstehe aber noch nicht, warum das jetzt noch jetzt oben unser Punkt gelb, wenn ihr oben seht, wo jetzt das Symbol ist, also unser Kartennavigator, warum das in dem Bereich jetzt noch gelb ist. Haben Sie ein Problem? Alter, halt's Maul, ich hole dich gleich so dick fett weg, Alter. Fand ich auch schwachsinnig, dass der Bulle mich anschießen wollte oder erschießen wollte. So, unser Kuh, okay, hier waren wir noch nicht, da müssen wir später hin, da haben wir nachher unsere Bank. Da ist der Punkt gelb. Da ist er grün. Und hier oben haben wir wieder auch wieder Grüne, ja, alle Hinweise. Und auch alle Hinweise, genau. Genau, in der einzigen Map, der wir noch nicht waren, wir waren auch, also, boah, manche gucken nicht, ich weiß nicht. In der einzigen Map, die wir jetzt noch nicht waren, in dem Sinne, war Advent. Da waren wir noch nicht. Und jetzt hier in Old Groove offenbar praktisch jetzt über den Schnitt hinaus oder gerade auf dem Schnitt stehen oder praktisch eigentlich jetzt schon in dem Bereich drinne stehen, auf gut Deutsch. An den Gebieten waren wir noch nicht. So, das Krankenhaus ist hier hinten. Wir haben gleich einen Punkt da. Dann kann ich mir gleich nochmal einen Kaffee machen und dann, wie gesagt, entweder packe ich die Aufnahme mit der Helgen vor Aufnahme zusammen, falls ich gleich einen Cut machen sollte. Oder wie gesagt, die Folgen sind jeweils einzeln, also einmal eine halbe Stunde und dann halt jetzt wieder hier lange. Wir sind jetzt ja auch bei 36 Minuten. Vielleicht mache ich die auch jetzt hier die Stunde voll und mache dann halt einmal eine kurze und halt einmal wieder eine lange. Muss ich dann halt nur dementsprechend gucken, wie ich später denn hochladen kann. Also Minimum will ich ja auf Aufnahmen machen von einer halben Stunde. Falls natürlich YouTube auch mal sagt, ey Alter, wegen, keine Ahnung, ein Strike oder zwei Strikes, beim dritten Strike bin ich ja weg.
und ich nur 15 Minuten Datei laden kann, kann ich dann immer noch sagen, okay, ich mache da einen Cut, da einen Cut, da einen Cut und da einen Cut. Ich war in diesem unheilvollen Restaurant. Oder besser gesagt, in Teufels Küche. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Grundgütiger, was haben Sie dort entdeckt? Der Koch war ein verrückter Kannibale, der diese herumspringenden Monster mit Menschenfleisch gefüttert hat. Er nannte sie seine Gäste. Die Elite von Oakmont pflegte dort zu speisen und kurz nach der Flut verschwanden viele Einwohner der gehobenen Gesellschaftsschicht spurlos. Ich fürchte, wir wissen jetzt warum. Denken Sie, dass Kannibalismus die Ursache für solch eine schreckliche Transformation sein kann? Kannibalismus ist dieser Tage leider keine Seltenheit. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass alle Co-Cityer, wie Westerbrook die Gattung nennt, einst Menschen waren. Alter, Kannibalismus war auch vor keine Ahnung wie vielen tausend Sachen möglich. Ich war in dem von Ihnen erwähnten Geschäft und bin auf etwas gestoßen, das Sie interessieren könnte. Ich habe sogar eine Probe zur Analyse mitgebracht. Was haben Sie entdeckt? Eine riesige Kreatur hätte da doch nie und nimmer unbemerkt hineingelangen können. Der Kult der fruchtbaren Mutter ließ im Keller des Geschäfts die Leichen seiner Opfer verschwinden. Laut Professor Westerbrooks Forschungen werden Kreaturen aus der von ihm definierten Gattung der Acheronia von Toten angezogen. Dieses Monster wurde nicht von den Toten angezogen, sondern entstand aus ihnen. Da war überall ekelhafter Schleim. Vielleicht die Ursache für diese widernatürliche Geburt. Sie sagten, Sie haben eine Probe mitgebracht? Ich könnte Experimente mit Ratten durchführen. Sollte sich Ihre Theorie bewahrheiten, wäre das eine sagenhafte Entdeckung. Wir sind an viele verstörende Informationen über die Wildbeester gelangt. Was werden Sie nun mit diesem Wissen tun? Ich habe bereits mit der Universität gesprochen. Wir werden diese Phänomene von nun an gemeinsam weiter erforschen. Die Öffentlichkeit sollte davon erfahren. Dann können sich die Menschen besser schützen. Das würde nur zu einer Massenhysterie führen. Hat die Stadt nicht schon genug Probleme? Ich muss darauf bestehen, dass Sie über meine Forschungen Stillschweigen bewahren. Ich dachte, Sie wollen den Menschen helfen. Das werde ich, aber wir müssen mit wissenschaftlicher Sorgfalt an die Sache herangehen. Es wäre nicht richtig, überstürzt zu handeln, mein Freund. Wiedersehen. Fall abgeschlossen. Yeah, mehr kann ich nicht dran. Mehr kann ich nicht tragen. Aber kurz schon mal nachladen. Passen Sie auf sich auf. Wir haben keine freien Betten mehr. Ernsthaft? Du Affe. Kackpratze. Kann ich eigentlich in die... Ehrenanstalt gehen? Dann muss ich eigentlich nur hier und dann praktisch rüberfahren. Da die Aufnahme ja bei 40 Minuten, können wir es ja mal testen, ob ich damit zur Anstalt fahren kann. Außer das ein verseuchtes Gebiet, der natürlich nicht, dann fahr ich da nicht hin. Fängt da schon das verseuchte Gebiet an? Ja. Das verseuchte Gebiet fängt hier an. Das heißt, wenn ich Pech habe, ja eigentlich nicht, über Wasser kann sie ja nicht gehen. Das heißt, ich könnte Glück haben. Okay, da geht der Kopf. Hallöchen. Ich darf doch mal, ne? So, die Ehrenanstalt ist jetzt genau über dem Platz. Ich hab mal früher schwer müssen wir wahrscheinlich. War es vorher?
Ich denke mal, früher oder später müssen wir wahrscheinlich eh in ihren Anstalt. Kann ich mir gut für eine Hauptmission vorstellen und nicht als Nebenmission. Ey, das ist echt ein Haar, ich kann da reingehen. Geil. Wenn ich schon mal hier bin. Tag, Familie. Ich möchte gerne meine Familie besuchen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Kann nicht. Victor halt. Also ich. Wie will die Alte da rauskommen? Okay, gehen wir in den Keller. Kann ich hier rein? Die Tür gibt nicht nach. Na, ich glaube, ich weiß noch warum, weil hinter wahrscheinlich der Bereich ist für. Ich schlacht euch alle. Okay, da komme ich nicht durch, da kann ich mich nicht durchquetschen. Aber ich nehme an, dass ich hier wahrscheinlich ich hier hin muss für. Haben Sie die Bestie nicht gesehen? Für zum ey Kollege, kann ich. Nee. Ich dachte, jeder Typ mit dem der auf dem Bett nicht mit dem Bart, dachte ich, das wäre jetzt Jonathan Reed aus Vampire. Nee, ich kann dir keinen Dullis helfen. Die kommt gar nicht jetzt raus, außer sie kriegt unter einen der Tische durch. Records Room. Hallo! Ich möchte mich gerne mal anmelden und gleichzeitig einweisen. Habt ihr noch einen Platz frei? In jedem Chaos ist ein Kosmos in der. So, ich habe gelesen, in jedem Chaos ist ein. Simulation, ne? Ich habe nur aus dem Kack gelesen, in jedem Chaos ist ein. Was mit dir? Mein Kopf! Ich höre immer noch diese Stimmen! Das Ende ist nah. Und dann beginnt wieder alles von vorn. Was unten ist, gelangt empor. Die Saat ist gesät. Spielen wir. Spielen wir. Das könnte ich auf LSD sagen. Oh, die Scheißhol. Wieso? Okay. Warum sind die Scheißhäuser nicht von Duschen getrennt? Ihr Sackaffen. Was haben wir in den Händen? Noch ein Bild, noch ein Bild. Oh, ich kann noch mal hoch. Tag. Lebensmittelinspektor. Ich möchte gerne Ihre Zutaten kontrollieren. Oh, First Aid. Kann ich das hier? Hallo? Kann ich 1A verkaufen auf dem Schwarzmarkt, Kollege? Und ich kann in diesem Scheißgebäude nichts looten. Oh. Hab nichts gesagt. Aber echt, wenn nichts looten. Hier ist auch so. Jetzt muss ich gucken. Also, wie gesagt, Fallmappen. Einmal kurz rüber. Dort und lang. Okay. Intakter Gefängniszylinder. Okay. Wieso bist du noch hier drin? Ich fand eine sonderbare Aussage und einen Trigger mit einem Gehirn darin. Sie scheinen funktionieren, Menschen erschaffen wurden. Und mit was? Es scheint mehr von diesen Zylindern in der Stadt zu geben. Kuriose Fundstücke. Reisender, diese Anerkennung hat jemanden. Ach, hat jemanden eine Kopie
seiner Gemälde. Ich hätte gerne eine oder zwei. Okay, das sind jetzt andere. Das sind jetzt. Huch. So wie hier ist praktisch, dass man die. Suchen kann. Also das heißt, ich kann jetzt nicht aktiv sagen, das steht jetzt nicht aktiv, die und die Straße, bla bla bla. Das heißt, diese Fälle, die jetzt aus Briefen besteht, so wie sie sind, das wären jetzt normalerweise eigentlich ein Blickpunkt, wo man hin sagen könnte, okay, ne, als wie es bei denen ist, da gibt es das ja nicht. Und wie gesagt, die werde ich dann hier nicht machen. Weil da habe ich keine Anhaltspunkte oder keinen Ort und Straßen, wo ich sagen kann, da und da kann ich gucken. Sondern was? Die neue Comic auf ihn zurück. Achso, das war von dem einen Typ wieder, genau. Aber unsere Aufgabe ist jetzt praktisch, unsere Main Story weiterzumachen. Captain Sanders verletzt. Der Hafenmeister sah, wie Captain Sanders die Anlage verließ. Der einzige Überlebende der Anlage 3 in der ist ein Mann, der nun schwer so ist. Captain Sanders ist der letzte Mann, den man verursachen kommt. Der ist Peter Crowell, wenn ich mal. Tiefe Schnittwunden. Tiefe Schnitten. Verbunden. Keine Anzeichen einer Infektion. Prognose. Gut. Bettruhe. Empfohlen. Hier ist aber auch jetzt nicht irgendwie eine Anzeige, was ich jetzt aktiv machen muss. Der Hafenmeister. Captain Sanders hat eine schwere Schulterverletzung und braucht medizinische Hilfe. Wo bin ich denn? Da. Und du bist ja eine Irrenanstalt. Du bist das Krankenhaus. Du bist Polizeiwache. Also hier, das sind ja die. Genau, da kann ich ja Research machen. Genauso wie die Bibliothek und im Rathaus. So, du bist jetzt anwesend der Familie Throckmorton. Und diese Namen, diese komischen Namen Throckmorton. So, ich könnte jetzt praktisch. Ja, eigentlich kann ich ja sonst da einfach mal hingehen. Zu Throckmorton. Weil jetzt wieder hier runtergehen, habe ich keinen Anhaltspunkt für. Also, ach nein, kann ich gar nicht hinreisen. So. Ich weiß ja nicht, wo. Der ist. Der Captain Sanders, wie gesagt, hat eine schwere Schulterverletzung und braucht medizinische Hilfe. Kein Problem. Den sag mir mal, wo der ist. Moment. Ich habe was übersehen. Sprich auch mal. Hallo? Ich habe hier noch nicht Dings freigeschalten. Alle bin ich gerade vorbeigelaufen. So, dann kann ich nämlich von hier nach da und ja, ich will gerne ein bisschen rennen. Genau, er wartet mich mit meinem Bericht in seinem
Anwesen. Aber ich kann ja praktisch, rein rechtlich kann ich ja nicht weitergehen. Dieses Ruckeln. Da, wie es ich ja eben gerade aufgewählt habe, dass Captain Dennis verletzt ist und Dings braucht. Kann natürlich aber auch sein, dass ich doch zu ihm muss. Okay, da ist das Sperrgebiet. Dann, dass ich doch jetzt zu ihm muss, um das und das abzuschließen. Halt dein Maul, du Affe. Beschwere ich halt noch einmal und hole ich eine Runde Spartakus. Kackpatzer. Oh, kann ich hier links? Oh, ich kann hier doch links rum. Kann ich nicht rein? Jungs! Kannst du hier rüberspringen, ohne zu. Hallo? Ohne zu sterben? Was bist du? Bist du First Aid? Ja. Alkohol. Was? Bei Colt habe ich gerade diesen gefriert. Oh, ich bin doch im Sperrgebiet. Doch, fuck! Okay, ich komme da aber noch hoch. Doch, fuck, doch, fuck, doch, fuck! Ich möchte hier. Kann ich mich hier zwischenklemmen? Hallo? Aber ich kann nur rüber. Inventar. Jetzt gehen wir mal eine Runde Gas. Dann haben wir ja gleich Gas und dann Punkt. Dann kann ich hier gleich praktisch einmal relativ nice ein Cut machen und dann bedanke ich mich bis hierhin fürs Zugucken und wir werden uns dann hier gleich wiedersehen, wenn ich dann mit der Hauptmission weitermache, dass ich dann dementsprechend als Shockmaster gehe und dann gucken, ob ich da was machen kann. Wenn nicht, dann gehe ich dann hier praktisch nochmal an die Anlegestelle 3 zurück und mache den und fahre den zurück. Aber an dieser Stelle bedanke ich mich erstmal fürs Zugucken und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme genau hier gleich wieder.